Schnitzeluhr. Der Schnitzel, ja. Der Schnitzel. Einfach Schnitzel. Ja. Ton da, gell? Ja. Einfach, das ist einfach Jofi sein Traummann bei Gott. Jungs, wir probieren heute den anscheinend besten Döner Hamburgs auf Empfehlung von Mr. Jonas. Diggi, ich bin immer noch Hujoling. Mit oder? Letztes Mal hat mir gereicht ohne Fleisch. Fleisch. Wir machen extra Fleisch heute. Okay. Oder Jungs, Jonas ist richtig verliebt in diesen Mann, Digga. Mal gucken. Also Jonas ist richtig gut. Ja, ich werde Sport machen. Ich hab Hunger. Ich weiß, lecker ist. Tau, meine, du bist übrigens mit drauf, wir haben Weitwinkelkamera angemacht. Ich sag auch. Ja, ja, das ist Weitwinkel an. Ich sag gut, ne? Bester Döner und so. Er sagt danke und so, ne? Mehmet hat nicht mal drauf reagiert. Oder Mehmet, du meinst letztens bei Mehmet, ich hab im Vlog nochmal gesehen, du meinst so, ja, wir sind zum 10. Mai hier und so. Hat ihn gar nicht. Oder er hat nicht mal geantwortet. Er hat nicht mal geantwortet. Ich weiß zwar schon echt viel, da habe ich alles hängen. Ich finde, das ist. Der Junge ist doch überfordert. Oder sag mir, dass das. Ich will gar nicht mehr reden. Ohne reden, Jungs. Ohne reden. Kelloggs, ich hab keine Hand mehr frei. Ah! Du musst ein bisschen abessen, sonst kannst du nicht. Ich zeige jetzt den Döner, Jungs. Du kannst doch nicht reinbeißen. Das kennen wir nicht, ne? Ich zeige jetzt den Döner. Weil er sieht, ey, die Kamera ist ja auch übertrieben heftig, ne? Aber. Guck mal hier sogar. Milde Schärfe. Geh weg, ey, du Hund! Das ist nur eine Fliege. Bro, guck mal. Guck mal, wie wild das einfach aussieht. Wir gehen jetzt erstmal für die Peperoni. Hast du auch einfach alles genommen? Jonas kann nicht essen, Digga. Eigentlich mag ich diese eingelegte Scheiße nicht, ne? Ey, yeah. Muss wissen. Jungs, ist eigentlich haram, wenn niemand mit Gabel essen, aber der ist halt echt voll. Im Vergleich zu Seoul, Digga, guck mal hier, das bricht nicht durch. Bei Seoul, Bruder, weißt du, wo mein Döner wäre? Unten, auf dem Boden. Ich mag so dieses knusprige Brot. Aber wie gesagt, im Vergleich zu Mehmet, sagen wir 9,5. Bruder, ich muss aber schon das ist eine stabile 8 bis 9. Ich muss von Anfang an sagen, Fleisch ist geil, ja, aber Mehmet ist besser. Gone. Ich muss jetzt reinbeißen. Das ist aber Minuspunkt, Digga. Das Minuspunkt? Grüne Paprika im Döner. Okay. Ist ein Minuspunkt. Und Bruder, ich meine das auch so im Vergleich. Ich meine, richtig guter Döner im Vergleich zu den Döner, denen die im Umfeld sind. Nochmal. So, okay. Elbe Kebab. Bin rein. Ich bin, was das Brot angeht, auf seiner Seite. Ich mag das. Aber. Knuspriges Brot, beste, weil es fällt halt nicht wirklich nicht auseinander so. Und Sesam. Bruder, gar nicht zusammenbrechen. Deswegen Null. Macht er das auch. Mhm. Weil er so gönnt. Mir fehlt ja aber irgendwas. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich schließe mich auch bei dir an. So aus der Umgebung, safe einer der besten, wenn nicht der beste. Nicht der beste Döner, den ich gegessen habe. Das wollte ich auch gar nicht sagen, aber. Aber Hamburgs, den ich bis jetzt gegessen habe, schauen wir mit ganz oben dabei. Momentan ja. Momentan safe. Ich bin ja eher der Hähnchen-Döner-Typ. Ja. Das schmeckt so gut. Ich mag eigentlich beides sehr gerne. Hähnchen ist überhaupt dieses Weiche, weißt du? Ja, hast du recht. Na, ich schwärme so für den Tag, wenn wir mal so einfach chillen. Dann sagen wir Bock auf den Döner. Scheiß mal auf Soul, wirklich. 28 Stunden, ja. 48 Stunden schon immer fett, ja. Bei Gott, ja. Aber man muss, darf ich wissen, also wenn ich alles, sagen müsste, ist Rating, alles hausgemacht, ne? Rating? Alles hausgemacht. Brot, Soßen. 8 von 10. 8 von 10? Mein Rating. Also wenn ich mein Rating sehe, so Mehmet ist ja schon die 9,5. Genau. Dann würde ich dem, ich glaube, ich würde mir auch bei einer 7,5 bis 8 einordnen. Ja. Eine 8. Ich stehe dazu. Ich stehe auch dazu. Als die Zitrone besser. Ich stehe auch momentan dazu. Mein Gott. Damals immer für sich, es gab gar nicht die Frage, zur Zitrone zu greifen. Aber seit einem Jahr muss ich wirklich sagen, Zitrone besser. Ich glaube, Dings hier, Brattee hat das bei mir so ein bisschen etabliert. Fazit zum Döner, Bruder. Ich komme öfter. Weil der einfach in der Nähe ist, Digga. Ja, das ist einfach.
Also bei uns in der Nähe. Ich für 2 Stunden gefahren, Bruder, dann wäre nichts. So. Bei uns in der Nähe einfach auch solider Döner als Elbe Kebab House. Safe. Finde ich ehrlich auch nicht aus. Aber find Bruder, dafür, dass der jetzt ein bisschen weiter weg ist, ja, nicht viel zu weit, da kann man hier öfter hinkommen. Ehrlich. Nimm mir alles weg, doch was bleibt ist die Hoffnung. Sie können mich nicht stoppen, doch sie hatten so oft vor. Manchmal ist es schwer, doch egal, halt dein Kopf hoch. Irgendwann ist sicher wieder alles in Ordnung. Nimm mir alles weg.